Birkenholz könnte ich auch mitnehmen. Hier sind alles Fichtenwälder. Auf der anderen Seite von Birkenwäldern, wenn Birkenwäldern könnte man auch ein bisschen Birkenholz mitnehmen. Ich überlege auf der Bahnstrecke an sich, ob da irgendwo da kommt man erstmal durch die wilden Wälder, das sind aber alles Fichtenwälder. Oh, Wolle. Wolle, Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Nehmen wir mit. Ich werde bestimmt wieder dem nächsten Projekt haben, wo ich Wolle brauche. Ich kenne mich da schon recht gut. Ich vermute, da wird ein Projekt nicht lange auf sich warten lassen. Ah, Wolle. Kommst du her? Hallo Kuh. In der Richtung müsste Sanctuary sein. Ja, perfekt. Wolle. Angriff. Zack. Und geschubst. Haha. Schaf, Schubserin, Tani, on the way. Ah ne, du bist ein Huhn. Entschuldigung. Das sind auch Hühnchen. Dann nehme ich noch ein bisschen Birke mit. Ich habe die Wände jetzt von der Tavanne aber schon aus Fichte angefangen. Vielleicht könnte man den Boden aussetzen. Oh, Wolle. Hallo, Wolle. Angriff. Zack. Ich war erschrocken, ich dachte, hier geht's tiefer runter, aber es war nicht so tief. Schwein gehabt. Die Höhle habe ich auch schon mal erkundet. Die eingekerkerte Wolle ist wieder gewachsen. Sehr schön. Ja, kurz was futtern. Hier. Ich weiß nicht, ob die. Boah, ich hab so viele Rucksäcke eigentlich, ne? Ich hab zwei Rucksäcke auf dem Rücken und zwei noch in der Hand, eigentlich. Wenn man es mal genau nimmt. Och, Bud Spencer. Och, Bud Spencer ist ja auch noch hier. Oh. Legendärer Held, Bud Spencer. Ich hoffe, dass das Terence Hill nicht auch noch bald hinterherkommt, weil das wäre echt. Weil er ist auch schon alt jetzt, ne? Das wird auch nicht mehr so lange dauern, sage ich mal, aber das ist schon. Oh. So, Birke müsste da hinten gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich gehe kurz schlafen und dann holen wir die Birke. Und Fichte. Ne, Fichte war ja. Fichte Eiche war ja nirgendwo, ne? Ich gehe kurz schlafen. Hi Gladio. Hm. ups. Jups. Hopp. Jetzt liege ich, wenn ich das richtig. So. Obwohl, ganz ehrlich, die bei den Baggern das quasi ausheben, sage ich mal, könnte man auch noch als Folge machen und das hin und her fahren dann im Stream.
Weil ich weiß, dass viele von euch das hin und her fahren mögen. Mögt. So. Ja, lass mal gut überlegen, wie es richtig war. So, hol mal ein bisschen Birke. So, ich sollte vielleicht noch ein bisschen was in die Rucksäcke packen an Holz. Ja, ich will nicht so viel Birke mitnehmen, so ein bisschen was, das reicht eigentlich schon. So, hier noch. Gut. Ja, das reicht doch erstmal, ne? So, Fichtenholz. Hier hinten vielleicht? Jetzt muss ich gucken. Hier hinten war die Zwergenstadt. No, die Zwergenstadt. Da war ich auch noch nicht fertig, ne? Oh, lass mal die Zwergenstadt gucken. Schade, dass das mit dem Staudamm. Der Staudamm ist auch noch hinten. Stimmt. Oh. Schade, dass mit dem Staudamm nicht ging, dass der Staudamm für das Königreich dann Strom erzeugt, quasi. Dass man den Strom nicht so weit legen kann, leider. Weil dann die Chunks natürlich immer wieder nicht geladen werden. Und wenn dann ein Chunk nicht geladen ist, wo der Strom durchgeht, dann hört natürlich auf, dort der Strom ist. Also ich müsste jeden Chunk laden, wo ich die Stromleitung dann durchlege. Das wäre ein bisschen echt krass heftig. Ah, hier der erste Bagger, der je gebaut wurde. Der ist aber auch schon stillgelegt jetzt. Da ist die Zwergenstadt. Hier ist auch die Bauecke der Zwergenstadt. Hier ist auch noch was nice Zeug drin, vor allem Erde. Hier sind noch mehr Kisten. Ja, hier wollte ich noch die Wand ziehen. Die Wand wollte ich hier auch noch ziehen. Die Außenmauer quasi. Und hier ist... Oh, ich habe doch recht viel Stein hier schon weggebracht anscheinend. Jetzt wäre eigentlich das aber cool zu bauen. Nach unten ging es in die Haupthalle, nach oben ging es auf die Mauer. Das ist die erste Mauer, es gab auch eine zweite, es ging noch höher, ne? Genau, es geht noch hier hoch. Und hier oben hat man auch zwei Zwerge, die hier bewachen quasi. Jetzt wirklich mit den Riesenhämmern. Voll gut. Zwerg, guck mal her. Guck mal her. Yeah. Genau so. Perfekt. Es hat dann Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Vor allem hier aus diesem Bauprojekt sind, ja, ich sag mal, die Hauptressourcen an Steinen, die ich bis jetzt überall verbraten habe, gekommen. Hier ist noch... Ach du Backe. Dieses Bauprojekt war nur möglich, weil ich Tinkers entdeckt hatte. Ohne Tinkers hätte ich das hier wahrscheinlich nie so umsetzen können. Oh, das war echt... Warte mal, ich mache davon einen Screenshot. Das war das Thumbnail, okay? Für die Folge. Das war echt... Ah, es hat Laune gemacht. Das habe ich ja offscreen gemacht, hier das ausgehöhlert. Und die Säulen und so. Ich war, da hatten wir gerade, glaube ich, Hobbit und Herr der Ringe so geguckt, alles zusammen. Und da hatte ich so Lust, sowas zu bauen. Hier ist der Thron quasi. Genau, hier war ich noch gar nicht fertig, hier hinten. Hier hinten sind dann noch die Säulen, hier hinten sollte die Schatzkammer sein eigentlich. Eine riesengroße. Hier kann man auch unten in die Schatzkammer quasi rein. Na, jetzt ist man hier unten drunter. Wieso leuchtet die Lampe hier so doof? Okay. Wer weiß warum. In der Richtung ging es dann noch weiter nach unten. War das die Richtung? Jetzt muss ich gucken. Ja. Hier wollte ich natürlich noch weiter nach unten bauen.
In der Tiefe da unten, ne? Da bin ich auch noch nicht fertig, ne? Hier unten sollten eigentlich die riesen Schmelzhütten und Öfen sein. Die wollte ich noch mal ausbuddeln noch. Muss ich irgendwann noch fertig machen, erinnert mich mal dran. Das waren halt dann die Hochöfen der Zwerge. Sollte das hier werden. Was halt... Was habe ich hier gemacht? Ach, hier ist die Krypta. Hier ist quasi so eine kleine Begräbnisstätte der höher gestellten Zwerge, sage ich mal. Ja, genau. Also irgendwann muss ich das alles fertig bauen. Das Problem wird sein, wenn ich das bevölkern will mit NPCs dann, ne? Es wird ein Problem dabei geben. Ich weiß nicht, ob Minecraft das mitmacht, wenn ich hier hunderte NPCs hinsetze. Überall in der Welt. Ich glaube nicht, dass Minecraft das mitmacht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Ich muss mal ganz kurz nach hinten gehen. Ich muss kurz noch zum Staudamm gehen. Einen Moment, das muss kurz. Ich muss kurz Staudamm gucken gehen. Staudamm hat echt auch Spaß gemacht, den zu bauen. Obwohl das manchmal knifflig war, wegen diesen unterschiedlichen Höhen da. So, das war schon ein bisschen. Was haben wir hier? Quarzitader. Ja, für alle, die halt neu sind bei mir auf dem Kanal und das Let's Play noch nicht so verfolgen, die bekommen einen Einblick in die letzten ein paar hundert Folgen quasi gerade. Hier hinten nämlich ist ein sehr großer Staudamm mit mehreren Etappen. Guckt mal hier. Das ist quasi die unterste Bahn. Und das hat alles mal Strom erzeugt, komplett. Das habe ich natürlich jetzt weggemacht, also das sind also die Überreste. Und dann kommt hier die nächste Ebene quasi immer weiter und weiter. Das war das Stromhaus, das habe ich natürlich auch leer schon gemacht, weil das nicht funktioniert hat, leider. Den Strom über sehr weite Distanzen zu führen. Na, wenn man hier dann lang geht, kommt man... Guck mal, das geht noch bis hinter. Ich habe sogar noch ein Bett stehen. Das war so die Bauecke hier. Ah, hier ist ein großes Becken gewesen. Dann könnte man hier lang. Hier ging halt überall die Stromleitungen lang. Ne? Das ging alles nach vorne. So. Konnte man hier hochgehen. Schauen wir mal auf der nächsten Staumauer. Das hat halt alles Strom erzeugt im Endeffekt. Das wollte ich sogar noch weitermachen. Leider ist halt die Funktion nun nicht mehr gegeben davon. Aber vielleicht werde ich das trotzdem mal noch zu Ende bauen. Weil schon, ich möchte schon gerne noch zu Ende haben. Und hier ging man da unten drunter so lang. Ohne den Schaufelrädern. Ja, das sollte hier, da sollte die nächste Wand quasi hin. Hier auch noch dann. Das geht von dort oben, da habe ich sogar glaube ich schon zugemacht dort oben. Weil ich dort das nächste hinmachen wollte. Das sollte noch riesig werden hier hin dazu. Also sollte noch, zwei Staumauern sollten noch kommen. Das sollte halt den Strom fürs Königreich komplett erzeugen. War allerdings dann schlecht, weil halt der Strom nicht so weit transportiert werden konnte anscheinend. Weil ich da hätte alle Chunks laden müssen, durch, wo der Strom durchgeht. Was sehr schade war, weil ich hätte das echt gerne gemacht. So als massive Stromquelle für das ganze Königreich. Für alle Lichter in allen Städten und alles. Das wäre voll gut gewesen, aber schade. Das geht leider so nicht, wie ich mir das dachte. So, jetzt brauche ich noch Fichtenholz, Eichenholz hier. Nehmen wir hier gleich was mit. So. Das ist ein großer Baum, den lasse ich stehen, weil da fällt jetzt ein Sunni in sich zusammen. Da drüben haben wir noch Holz, einfaches. Nein, 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 ich will schwimmen. So. Kann sein, dass die Minecraft-Folgen jetzt mal alle zwei Tage auch ab und zu bloß mal kommen. Weil ich zurzeit irgendwie mit aufnehmen nicht wirklich hinterherkomme. So. Das pflanze ich dann alles wieder ein selber.
Da müssen wir nicht aufpassen. Zack. Der hier oben noch. Das ist ein großer Baum, den nehme ich nicht. Nehme ich den hier. Da hinten haben wir noch ein paar Eichenbäume. So. Zack. Das wird schon wieder dunkel. Ah ja, und noch Fichtenholz. Eichenholz. Wieso sag ich mal Fichtenholz heute? Hier. Eichenholz. Zack. Wie viel haben wir denn schon? Ich nehme noch was mit. Ich meine, es gibt noch so viele Häuser. Hinten so auf dem Garten. Ja, der Baum ist groß. Die ganz großen Bäume möchte ich nicht abholzen, weil die droppen jetzt so und so nicht wirklich. Naja, habe ich mal einen ganz großen abgeholzt, aber das ging nicht. Deswegen, das ist ein bisschen... Wie sind wir? Also zwei Stacks wären schon nicht schlecht, denke ich. Die zwei Stacks wenigstens voll machen. Ja, müsste gleich voll sein. Jetzt. Alles klar. Gut, dann zurück nach Sovngarde. Nach Sanctuary, dann nach Sovngarde. Wo war denn die Brücke? Da vorne irgendwo, ne? Ich könnte hier abkürzen eigentlich, aber ich nehme den dafür vorgesehenen Weg. Ups. Hier. Hier habe ich alles abgebaut, weil ich hier überall den Strom lang gelegt habe. Schade, dass das... Ich hätte es halt so lassen können, einfach es ist optisch so, ne? Aber... Mit Funktionen hätte ich das viel besser gefunden. So eine kleine Palisade wollte ich im Sofen gerade auch noch ringsrum machen eigentlich. Das sind noch so viele Kleinigkeiten, die ich eigentlich machen wollte. Ich müsste die mal alle auf die Liste setzen. Pizzeria. Noch. Ich weiß gar nicht mal, von wem die Idee kam mit der Pizzeria. Fand ich ziemlich gut. Bitte einmal in den Kommentaren melden. So. Na, kurz noch was essen und dann reihen wir uns schon zurückreisen eigentlich. Oh, hier gibt es Süßigkeiten. Zitronenriegel, das klingt lecker. Infocenter. Ach stimmt, da hatte ich hier extra noch so Maps gemacht, da habe ich dann hier reingepackt. Na, da sieht man auch, hier sind die Eisenbahnschienen quasi. Hier gehen die Schienen entlang. Die Schienen gehen hier lang. Hier ist die Straße. Hier ist das Kloster gewesen, das Mönchskloster. Hier hast du die Felder. Hier ein Markt mit dem großen Baum. Ich finde das schön, das sieht man halt schön detailliert, ne? Hier ist die Eisenbahnschiene, hier ist ein Lokschuppen. Hier hinten wollte ich auch noch Gebäude hinmachen eigentlich. Karte des Dorfes und des umliegenden Gebietes. Und hier geht's halt dann auf die großen Abbaufelder. Und hier ist das Militärlager. Ich wünschte mal, wir können auch den Weg sehen vom Militärlager, das wäre cool. Karte der Stadt Sovngarde und Umgebung. Naja, Sovngarde ist schon ein bisschen kleiner. Aber man sieht schon, Sovngarde ist so ein bisschen, ne? Ringsrum die Mauer. In der Mitte massive Eisenbahntrassen, die überall in die Stadt hingehen.
die halt auch weitergehen einfach. Hier sogar überkreuzen noch, da geradeaus weitergehen. Man sieht, dass Dofen gerade schon so ein bisschen industriemäßig wahrscheinlich drauf ist. Das kann man schon so absehen hier. Obwohl, das ist eine sehr alte Karte. Hier ist ja jetzt mittlerweile schon... Wie macht man sich so eine Karte? Ich würde gerne mal... Eine leere Karte. Ein Kompass. Papier. Ich würde gerne mal eine neue Karte von Sovngarde anfertigen. Ich meine, man sieht ja hier, wie es aussieht, ne? Die roten Dächer sind ja auch noch nicht mit drauf. Die müsste man eigentlich auch noch sehen.